Hallo, hier ist die Mia von Geeks Live Luxemburg und wir stehen hier mit David Salz beim Albion Online-Stand in der Gamescom. Hallo erstmal. Hallo. Wie gefällt es Ihnen denn hier auf der Gamescom momentan? Ja, super schön. Es ist immer toll, weil man alle Kollegen trifft. Die ganze Branche ist immer hier. Das ist wie so ein Klassentreffen eigentlich für uns. Das hört sich ja flott an. Also, wie gesagt, Albion Online. Können Sie uns ein bisschen etwas drüber erzählen? Was ist das so für ein Genre für Spiel? Was gibt's da etc.? Albion Online ist ein MMORPG, also ein Online-Rollenspiel. Wir bezeichnen uns als Sandbox-Rollenspiel, das heißt, wir geben dem Spieler unheimlich viel Freiheit, in dem Spiel zu machen und zu tun, was er will. Wenn man es ganz kurz beschreiben will, könnte man sagen, wir sind so eine Art mittelalterliches EVE Online. Also wir haben eine spielergetriebene Ökonomie. Alle Items im Spiel werden von Spielern gecraftet, alle Gebäude werden von Spielern gebaut und betrieben. Wir haben einen sehr starken Fokus auf Gilden und PvP-Gameplay. Gilden können Gebiete erobern in Albion Online, können gegeneinander kämpfen. Man kann sehr viel PvP spielen. Wir haben ein sehr schnelles Kampfsystem, also ähnlich League of Legends könnte man sagen. Schneller Kampf, positionsabhängiger Kampf. Und ja, wir bieten aber auch Content für Solospieler an. Also es gibt Dungeons, es gibt Bosse, es gibt Raid-Instanzen. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Ne? Man kann handeln, man kann craften, man kann einfach die Welt erkunden, man kann mit einer Gilde zusammen die Welt erobern. Es gibt auch Farmen, man kann Getreide anbauen, man kann Tiere halten. Unheimlich viele verschiedene Wege, die man gehen kann in diesem Spiel. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen? Was ist der Hintergrund, die Inspiration? Ja, wir haben angefangen vor etwa 4 Jahren mit diesem Konzept und die Idee war tatsächlich, dass wir das Gefühl hatten, dass Online-Rollenspiele irgendwie zu weich werden. Also World of Warcraft ist so ein Spiel, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel, aber es versucht eben allen zu gefallen. Man kann eigentlich in diesem Spiel gar nichts falsch machen. Mit jedem Mausklick wird man stärker und besser und toller. Und irgendwie ist das langweilig. Also früher waren Spiele härter. Früher konnte man was verlieren in einem Spiel. Da gab es ein Risiko, wenn man in einen Kampf gegangen ist. Und wenn man halt kein Risiko eingeht bei einem Kampf, dann macht es auch keinen Spaß, einen Kampf zu gewinnen. Weil das bedeutet einfach irgendwie nichts. Und wir wollten wieder zurück zu diesen alten Tugenden der Rollenspiele. Und es gibt wenig Spiele, die heute diese Fahne hochhalten. Also EVE Online ist, wie gesagt, definitiv eines unserer großen Vorbilder. Das ist ein Spiel, was das sehr, sehr gut macht. Und wir wollten halt diese Idee wieder in den Fantasy-Raum transportieren. Da ist schon irgendwie was Wahres dran, muss man definitiv sagen. Ist es dann wie haben Sie das denn für Anfänger gemacht? Ist es für Sie relativ schwer, mit End-Content-Player mitzuhalten oder wie haben Sie das, die Vorkehrung genommen? Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Spielertypen. Also auch wenn ich jetzt sage, wir haben eigentlich einen Fokus auf PvP und Gilden-Gameplay, gibt es natürlich auch Spieler, die einfach nur farmen wollen und craften wollen oder Monster schnetzeln wollen. Wir versuchen eigentlich für alle Spieler irgendwo eine Spielwiese anzubieten, wo das möglich ist. Albion Online ist unterteilt in verschiedene Zonen. Wenn man das Spiel anfängt, ist man in einer grünen Zone. Da gibt es kein PvP. Da sind die Monster relativ nett, da kann man also auch nicht richtig getötet werden und da kann man sich erst mal mit dem Spiel vertraut machen. Und wenn man dann seinen Platz in der Welt gefunden hat, dann geht man in die gefährlicheren Zonen, also dann in gelbe und rote Zonen. Da sind PvP-Kills möglich, werden aber bestraft, wenn sie passieren. Und da gibt es dann interessantere Monster, interessantere Dungeons, höherwertige Ressourcen, die man braucht, um besseres Equipment zu craften. Ja, und dann können sich die Spieler entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen. Einige Spieler bleiben vielleicht in diesen relativ sicheren Gebieten und verlegen sich dann eben auf PvE-Gameplay oder auf Crafting, Gathering, was auch immer. Und andere Spieler ziehen dann weiter in die schwarzen Gebiete. Die schwarzen Gebiete sind völlig gesetzlos. Da kann jeder jeden jederzeit töten. Und in diesen Gebieten sind dann die Gilden-Territorien. Da kann ich mir als Gilde also
irgendwo eine Ecke abstecken, kann da meine eigene Stadt aufbauen, meine eigenen Gebäude hinstellen und kann mit anderen Gilden kämpfen um diese Gebiete, kann die Territorien anderer Gilden erobern, kann deren Transporte überfallen oder was auch immer. Und diese ganzen Sachen hängen ökonomisch natürlich trotzdem zusammen. Also wenn ich jetzt ein Gatherer bin und eigentlich kein PvP machen möchte, dann stelle ich ja trotzdem Items her, die ich dann verkaufen kann an diese PvP-Spieler. Und dann habe ich vielleicht auch einen Platz in so einer PvP-Gilde. Also PvP-Gilden haben auch Interesse an Spielern, die einfach nur gathern und craften und die Ökonomie am Laufen halten, die vielleicht gar nicht selber mitkämpfen wollen. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Spiel, dass so jeder seinen Platz finden kann in der Welt. Es hört sich irgendwie richtig toll an. Ich kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben, also sehr umfangreich auf jeden Fall. Ja. Wie kann man das denn überhaupt erhalten, dieses Spiel? Ja, wir sind im Moment in einer Beta-Phase. Wenn man spielen möchte, geht man auf albiononline.com. Da verkaufen wir Founder Packs, die gibt es in verschiedenen Größen. Also wenn man jetzt in der Beta dabei ist, hat man die Chance, noch exklusive Items zu bekommen, also Reittiere, exklusive Rüstungen und ähnlichem. Die fangen an bei 30 Euro für das billigste Pack. Und wenn man das gekauft hat, ist man dabei. Dann kann man spielen, auch in Zukunft. Also wir sind kein Free-to-Play-Game, sondern wir sind Pay-to-Play. Es gibt einen Premium-Account im Spiel, den kann man sich aber auch mit Ingame-Währung verdienen. Ist auch ähnlich, wie es bei EVE Online funktioniert. Also man kauft das Spiel einmal und dann, wenn man sehr viel spielt, dann kann man den Premium-Account auch dauerhaft durch Spielen erhalten. Oder man kann natürlich auch ohne Premium-Account einfach weiterspielen. Und für welche Plattformen? Albion ist auf fast allen gängigen Plattformen erhältlich. Also wir machen Windows, Linux, OS X und Android. Und es wird auch eine iOS-Version kommen im nächsten halben Jahr eventuell. Android kann man jetzt schon spielen. Ja. Und wenn man dann jetzt das Spiel auf dem PC runtergeladen hat und gekauft hat, dann muss man es ja eigentlich nicht noch einmal kaufen, weil man ja einen Account hat. Ja. Für das Handy eben, ne? Ja, ganz genau richtig. Das Besondere an Albion Online ist, es spielen alle Spieler in der gleichen Welt. Ja. Also wir haben keine separate Android-Version oder so, sondern es ist das gleiche Spiel auf dem Handy, auf dem Tablet. Wenn ich einen Account habe, kann ich mich einfach einloggen auf jedem Gerät, überall, jederzeit. Das heißt, wenn man dann irgendwie mal unterwegs ist und das Gebiet von der Gilde wird angegriffen, dann kann man es trotzdem noch immer irgendwie verteidigen. Das ist richtig toll an. Auf jeden Fall dann mal danke für das Interview und noch viel Spaß auf der Gamescom. Ja, sehr gerne und gleichfalls. I'm not sure if you're going to be able to do it.